Hallo, ich habe heute einen kleinen Beauty-Haul für euch. Und zwar war ich bei The Body Shop und beim DM-Markt und habe so ein paar Sachen eingekauft. Und ich habe auch schon ganz lange keinen Haul mehr gedreht und hatte da irgendwie Lust zu. Und deshalb zeige ich euch die Sachen jetzt mal. Wie gesagt, ich war als allererstes bei The Body Shop, weil ich da online bei Groupon einen Wertgutschein im Wert von 35 Euro für 17,50 Euro bekommen habe. Das heißt, ich konnte bei Body Shop so ein bisschen zuschlagen, weil ich ja quasi alles für die Hälfte bekommen habe. Ja, was ich als allererstes mitgenommen habe, ist das Pink Grapefruit Shower Gel von The Body Shop. Das ist beim Body Shop meine liebste Duftreihe. Das riecht einfach total angenehm nach Grapefruit. Und was ich besonders an diesen Duschgels mag, ist, dass der Geruch sehr lange auf der Haut bleibt. Also ihr habt von dem Geruch wirklich was. Das ist jetzt hier die 250 ml Flasche und die kostet 6 Euro, soweit ich weiß. Und dafür habe ich dann eben, wie gesagt, 3 Euro bezahlt. Dann habe ich was nachgekauft, was ich schon mal hatte, und zwar den Banana Conditioner von The Body Shop. Der hat jetzt so ein neues Design. Das finde ich eigentlich persönlich ganz schön. Und den mochte ich damals sehr gerne. Der riecht einfach wie pürierte Banane. Also ich finde das total angenehm. Und er pflegt die Haare auch schön, macht sie schön geschmeidig und spendet viel Feuchtigkeit. Der kostet meines Wissens nach auch 6 Euro oder 6,50 Euro oder sowas. Der hält euch aber eine ganze Weile, also den kann ich euch wirklich empfehlen bei trockenen Haaren. Dann habe ich noch ein Produkt für die Haare mitgenommen, und zwar das Grape Seed Glossing Serum. Davon hatte ich vorher noch nie was gehört. Das ist halt einfach so ein feuchtigkeitsspendendes, glättendes Haarserum. Und ja, es ist ein bisschen wie ein Haaröl, nur sehr viel leichter. Also es beschwert die Haare nicht so dolle, aber es bringt sie trotzdem schön zum Glänzen. Ich bin bisher sehr angetan davon. Also es riecht total angenehm nach Traube. Und da sind 75 ml drin, dafür zahlt ihr 11 Euro, aber ich denke, das ist genau wie bei einem Haaröl, davon hat man auch Ewigkeiten was. Und ja, das finde ich bisher wirklich gut. Was ich außerdem schon immer mal testen wollte bei The Body Shop, aber was mir bisher einfach immer viel zu teuer war, ist ein Peeling. Und ich habe so an allem gerochen, die sie da hatten, und am meisten gefallen hat mir das aus der Schokomania-Serie. Ich kann es euch mal aufmachen, aber ich habe es heute Morgen benutzt, also es ist ein bisschen nass. Und das ist wirklich, ja, pure Schokolade. Also ich finde, es sieht aus wie so Schokoladenteig oder sowas, und es riecht absolut göttlich und die Pflegewirkung ist wirklich, wirklich gut. Also ich war total erstaunt, wie weich meine Haut nach dem Duschen war. Das ist leider ein bisschen teurer. 200 ml kosten, glaube ich, 14 Euro. Aber es gibt im Moment, oder zumindest als ich da war, auf die Schokoladenserie, auf die Honigserie und ich glaube auch auf die Weihnachtsserie 10% Rabatt zusätzlich. Und ich habe ja auch nur die Hälfte gezahlt, deshalb habe ich es mal mitgenommen und ich bereue es absolut nicht. Ich finde, das ist wirklich göttlich, so der Geruch und auch die Pflegewirkung. Absolut Top-Produkt. So, das war's jetzt von The Body Shop. Dann war ich außerdem noch beim DM-Markt. Und zwar wollte ich unbedingt aus der neuen Essie-Kollektion, also aus dieser Herbst-Kollektion, diesen dunkelblauen Ton. Den halten im Moment alle in die Kamera und ich wurde so angefixt, diesen, wie heißt der, All About School Blazer? Boy Blazer, All About, ich weiß nicht. Den hatten sie leider nicht mehr da. Ich muss mal gucken, ob ich den noch in irgendeinem anderen DM-Markt finde. Ich habe aber trotzdem zwei Essie-Nagellacke mitgenommen. Und zwar aus der Limited Edition, aus dieser Herbstkollektion. Einmal so einen dunkelroten Ton. Das ist Twin Sweater Set. Das ist einfach ein schöner dunkelroter Ton, ohne Glitzer, ohne gar nichts. Ich habe kein Dunkelrot von Essie, nur so helle, grellere Rottöne. Und deswegen hat mir so einer in der Sammlung noch gefehlt. Und deshalb habe ich den mitgenommen als Entschädigung, dass sie den anderen nicht da hatten. Und dann wollte ich eben noch einen ganz dunklen Essie-Nagellack haben, weil ich das im Moment sehr schön finde, so dunkle Nägel und dann dazu so ein paar filigrane Ringe. Ich trage den heute auch gerade. Und zwar ist das die Farbe Luxedo. Der sieht in der Flasche aus wie ein ganz dunkles Lila, also so sah er auch im Laden aus. Ich finde, auf den Nägeln kommt er eher schwarz rüber, also das sind jetzt zwei Schichten und ja, er ist viel schwärzer, als ich angenommen habe. Ich dachte, er wäre lila-stichiger, aber ist nicht schlimm, es ist auf jeden Fall ein schöner, dunkler Herbstton und ich trage den im Moment ganz gerne. Dann habe ich beim DM-Markt noch einen Lip-Liner mitgenommen und zwar trage ich im Moment ganz viele dunkle Lippenstifte total gerne und dazu bräuchte man ja dann
in jeder Lippenstiftfarbe den passenden Lip Liner und das ist mir irgendwie zu mühsam und auch zu teuer und deshalb dachte ich schaue mal nach so einem durchsichtigen Lip Liner. Das ist jetzt der von Maybelline, der Color Sensational Lip Liner in der Farbe 600 So Invisible. Das ist der einzige durchsichtige Lip Liner, den ich in der Drogerie gefunden habe. Mir war so, als hätte mir noch jemand geschrieben, dass es noch von einer anderen Firma einen gibt. Ich habe allerdings keinen anderen gefunden, deshalb habe ich jetzt mal den mitgenommen. Aber falls ihr noch einen anderen kennt, dann schreibt mir das gerne mal, weil ich bin von diesem hier ehrlich gesagt nicht so angetan. Also ich habe den jetzt ein, zwei Mal ausprobiert, aber der Lippenstift ist trotzdem so ein bisschen ausgefranst und ja, hat mich nicht wirklich überzeugt. Der kostet unter 3 Euro, wie gesagt von Maybelline, aber ich glaube, ich suche da mal noch weiter. Und als allerletztes hatte ich mal wieder 6 leere MAC-Produkte, sodass ich Back-to-MAC machen konnte. Und da habe ich mir einen Lippenstift mitgenommen, den ich schon ganz, ganz lange haben möchte, weil den jetzt gerade im Herbst auch wieder viele Blogger und so weiter zeigen und tragen. Und zwar ist das die Farbe MAC Rebel. Das ist so ein ganz, ganz dunkler lila Ton. Der kommt in der Verpackung jetzt noch lilaner und dunkler raus, als er dann auf den Lippen rauskommt. Auf den Lippen ist er ein bisschen pinker und leichter, aber es ist trotzdem eine krasse dunkle Farbe. MAC Rebel ist ein Satin Finish und kostet, glaube ich, so um die 19 Euro. Aber wie gesagt, ich habe eben Back to MAC gemacht, also ich habe den einfach eingetauscht gegen alte Verpackungen. Also schmeißt nie eure MAC-Verpackungen weg, wenn die leer sind, dann könnt ihr sie nämlich sonst nicht mehr eintauschen. Ja, also ich bin sehr verliebt in den Lippenstift. Falls ihr ein Tragebild sehen wollt, schaut mal auf Instagram, da habe ich eins gepostet. Und ihr werdet den sicher noch öfter sehen, weil ich ihn sehr liebe. Falls ihr jetzt noch andere Videos sehen wollt, dann klickt doch einfach mal hier. Da habe ich euch unser letztes gemeinsames Video verlinkt. Das war eine Challenge, und zwar die Not My Arms Challenge, in der Lena mein Make-up gemacht hat. Oder ihr schaut euch mein letztes Video an. Da habe ich euch meine Schminksammlung vorgestellt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr reinklickt und wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Und dann bis dann.